Um 20.44 Uhr Träumritzner Ortszeit rollten sie an, die Nieblitztaler Musikanten. Seit 23 Jahren zieht die Brandenburger Band durchs Land und überall sorgen sie für Stimmung. Ihren bislang größten Auftritt erlebten die Musiker aus Buchholz, Badenitz und Umgebung, nun in Meran beim Alpen Grand Prix. Für einen Platz unter den Top 3 hat es nicht ganz gereicht, aber die Band war zufrieden und die Sabinchenstadt bereitete ihren Schützlingen einen ordentlichen Empfang. Es ist zwar plattes Land und keine Alpen, aber wir haben einfach mal jetzt die letzten 2 Stunden hier schon kräftig eingeheizt, um euch einen würdigen Empfang zu bereiten. Wir haben natürlich ganz, ganz gespannt auch im Internet schon das Ganze verfolgt, soweit wie man es verfolgen konnte. Aber ich würde sagen, lassen wir doch erstmal die anderen mit durch hier. Ne? Kommt mal ran hier. Das ist euer Applaus. Sagen im Namen der Nieblitztaler Musikanten, mit solchen Empfang haben wir nicht gerechnet, ehrlich nicht, sehr, sehr spitze. Auch wenn wir im Iran, sage ich mal, keinen ersten, keinen zweiten, keinen dritten gemacht haben, ich weiß ja nicht, ob es schon bekannt ist, der erste Preis ging nach Österreich, der zweite Preis, ach, da kommst du, ja, guck mal, da ist der. Hallo, na, gut gelandet? Ja, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, wir haben eine Stunde im Stau gestanden. Ja, der erste Preis ging nach Österreich, der zweite Preis nach Italien und der dritte Preis nach Slowenien. Deutschland ist leider leer ausgegangen, Schweiz auch leer ausgegangen und Holland. Aber das ist egal, für uns war es eine große Sache. Man muss sich mal vorstellen, wir leben hier im Flachland und wir fahren mit Lederhosen und Dirndl mit Volksmusik erstmal nach Niederbayern. Da fasst sich jeder Bayer an den Kopf und sagt, ihr müsst ja verloben haben hier. Ja, da haben wir uns qualifiziert für den Alpen Grand Prix und waren jetzt in Meran. Und ich kann euch sagen, das war spitze, das war sehr, sehr toll. Und morgen Abend um 18.30 Uhr überträgt RBB ZIP. Denke mal eine kleine Reportage. Das war auch ganz super. Wir haben schön gefeiert danach. Wir haben wirklich gut gefeiert. Also wir sind... Ich bin mit dem Kollege Erhard Baumann, der ist ja auch bekannt. Wir waren bei den letzten um 16:30 Uhr, aber da ging wirklich nichts mehr. Also da, ja, wir haben uns ein paar schöne Tage gemacht. Wie gesagt, wir bedanken uns nochmal recht, recht herzlich. Ich weiß ja nicht, wenn noch einer von meiner Truppe noch ein paar Worte sagen möchte. Ihr seid toll, wir haben alles gegeben und wir haben unser Land Brandenburg oder Deutschland zünftig vertreten. Hat Spaß gemacht. So, und wir haben uns natürlich gedacht, ja, der Empfang ist das eine. Wenn uns aber, sage ich mal, das Nieblitztal, die Träumritzner so toll, ja nicht nur in Deutschland vertreten, sondern Deutschland darüber hinaus dann eben auch über die Alpen hinweg, praktisch in Süd-Süddeutschland, soweit ich weiß, ne, vertreten, haben wir uns gedacht, das möchten wir einfach auch mit einer besonderen Würdigung vollziehen und haben das Goldene Buch der Stadt mit ausgelegt, wo wir doch uns freuen würden, wenn ihr euch dort zu diesem Empfang mit einer kleinen Unterschrift, mit einer kleinen Widmung verewigen würdet. Dazu haben wir den Tisch aufgebaut und damit ihr aber eben auch den Pegel behaltet, würde ich sagen, sagen wir erstmal alle zum Wohl. Zum Wohl. Gelandet ist die Band beim Alpen Grand Prix im guten Mittelfeld. Eine große Sache und der bislang größte Auftritt für die Nieblitztaler Musikanten. Und nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Träumritzen gab es für die Fans dann noch ein kleines musikalisches Schmankerl zum Abschluss.